willkommen auf der Nordschleife. Hier geht's auch schon direkt in die erste Linkskurve. Den Start habe ich jetzt nicht so doll aufgenommen, anscheinend, dass da nichts Schlimmes. Die Strecke ist übrigens, wie ich es irgendwann in Bathurst mal behauptet habe, dass sie die Strecke hier eventuell huckeliger sein könnte. Es ist so. Nicht nur eventuell. Sie ist einigermaßen huckelig. Und das war gerade mein Handy im Hintergrund, falls man das hört. Danke an Nux an dieser Stelle, der das wahrscheinlich war. Ja. Wie gesagt, die Strecke fordert einen schon ein bisschen mehr auf vom Force Feedback her, weil das Auto halt nicht ruhig auf der Straße bleibt, sondern die Bodenwellen noch alle schön mitnimmt und dann auch unruhig wird. Ja, hier kann auch sehr schön sehen, wie weit sich die Strecke schon entwickelt hat. Die Wälder sind schon, also finde ich, obwohl die Bäume natürlich noch nicht final sind, sieht man auch teilweise von der Beleuchtung her natürlich, finde ich den Wald schon relativ gut gelungen, relativ authentisch schon. Ja, und die Strecke an sich ist auch schon relativ weit dafür, dass sie noch gar nicht so weit ist. Das hört sich jetzt komisch an, ist aber so. Also heute erst im Forum gab es wieder ein neues Update zur Nordschleife. Einige Curbs etc. wurden schon wieder verbessert, erneuert. Ja, also eigentlich tut sich an der Strecke hier fast jeden Tag was, würde ich mal behaupten. Deswegen werde ich die wohl so in ein, zwei Wochen nochmal, einfach nur weil ich Lust dran habe, zeigen. Und hier habe ich mich leicht verbremst. Und habe die Kurve nicht optimal bekommen. Aber die Runde an sich war eigentlich relativ in Ordnung, finde ich. Also kein grober Fehler jetzt. Bin auch, glaube ich, nicht von der Strecke gekommen oder so. Ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt... Ich habe irgendwie schon wieder Lust, ein bisschen zu fahren. Vielleicht mache ich gleich nochmal irgendein Video über, keine Ahnung, über den M1 vielleicht mal ein bisschen, weil das ist jetzt ja der neue BMW Z4 und da ist ja auch noch der M1, das Pro-Car, dazugekommen. Konnte ich vielleicht auch mal wieder ein Rennen zeigen mit irgendwelchen Bots. Bei Nyx im Video konnte man relativ gut sehen, dass sie schon sehr motiviert sind, die Bots teilweise, und irgendwelche Unfälle bauen. Und da hat man gerade kurz ein Flackern gesehen. Ja, mal schauen. Suche ich mir noch irgendeine Strecke aus oder ihr könnt ja in die Kommentare eine Strecke schreiben. Vielleicht fahre ich dann diese Woche nochmal mit dem BMW M1 genau diese Strecke. Gegen, keine Ahnung, 12, 13, 14, 15 Bots oder so. Mit denen man dann Spaß haben kann oder auch nicht, weil man weggerammt wird. Mal schauen. Vielleicht fahre ich auch nochmal eine Runde Kart, weil Kart relativ witzig war. Ja. Ihr könnt ja auch mal schreiben, was ihr schon für einen Eindruck von der Strecke hier habt, von der Nordschleife, ob die schon gut getroffen ist oder ob es grobe Schnitzer in Streckenlayout gibt. Also ich konnte keinen sehen. Und es wird ja auch noch dran gearbeitet, so ist es ja nicht. Und was man hier wahrscheinlich auch auf dem Video sehr gut sehen kann, ist, dass der Helm dreckig ist, wie es mir gerade auffällt. Nein, dass im Auto quasi im Cockpit noch nicht so viel, also hat sich noch nicht so viel getan im BMW Z4. Ich weiß gerade gar nicht, wie es im BMW M1 ist. Da könnte sich schon mehr getan haben, keine Ahnung, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall, hier sieht man auch, dass da gar keine Anzeige ist, wie schnell man gerade fährt etc. Und ja, eigentlich überhaupt keine richtigen Anzeigen. Irgendwie, die man mal ablesen könnte. Ja, und hier habe ich den einen Lenkpunkt leicht, na, nicht verpasst, sondern leicht übertrieben, könnte man schon was sagen. Naja, das Karussell, da kann man sich ja mal vertun, solange man nicht in die Wand fährt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie schnell die Runde war. Ich glaube, irgendwas mit 6 Minuten. Ich habe auch versucht, nicht super schnell zu fahren, sondern schnell, aber sicher sozusagen. Weil ich in diesem Video eigentlich nur mal die Strecke zeigen wollte und es nicht gleich übertreiben wollte und jede dritte Kurve rausfliegen wollte. Ja, hier sieht man auch wieder ein leichtes Flackern auf der Strecke, was halt dadurch kommt, dass sie noch nicht fertig ist. Aber naja, da
Das kann man, glaube ich, verkraften, weil der Rest der Strecke ziemlich geil von der Atmosphäre her ist schon. Ja. Hier geht's mal wieder bergauf, bergab. Das ist mal gewöhnt von der Nordschleife. Vielleicht sollte ich auch einfach mal auf der Nordschleife das nächste Mal ein Rennen fahren. Vielleicht ist das... Ich weiß ja gar nicht, mit welchem Auto dann. Ob ich dann so eine motivierten Autos nehme, weil bei den BMWs, zumindest beim Z4 ist es so, dass die Textureinstellungen noch gar nicht so okay sind. Weil das Level of Detail, also Slot, ist ein bisschen verstellt, so dass die Autos schneller, also schon nach, wenn sie 2 Meter von einem entfernt sind, 3 Meter, keine Ahnung, ungefähr so, auf jeden Fall nicht weit entfernt sind, dass sie dann schon die Texturdetails runterdrehen, dass das dann nicht so schön aussieht. Vor allem, wenn man dann wieder näher kommt, dann ploppen die Details wieder auf und wieder weg. Das ist ein bisschen nicht, also es ist nicht so schön. Aber naja, vielleicht legt sich das ja bis zum nächsten Bild. Ich denke mal schon, das ist jetzt keine ultraschwere Sache, das einzustellen. Da muss man ja nicht viel machen. Da hat sich nur an der Stufe irgendwas... Ja, hat man vergessen, was einzustellen oder hat sich was verstellt oder so. Naja. Der Hügel hier ist auch sehr schön gemacht, finde ich schon. Also die Strecke gefällt mir. Ich glaube, auf der werde ich echt mal ein Rennen fahren, denn... Vor allem auf der Geraden, hier hat man dann das mega Windschatten-Duell. Da bin ich, glaube ich, jetzt schon im 6. Gang, jawohl. Ich glaube, die Runde ist jetzt schon ungefähr 6,5 Minuten alt, wenn ich mich nicht irre. Könnten auch mehr oder weniger sein, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich mich auch voll verschätzt und es waren um die 7 Minuten und ein bisschen, die ich gebraucht habe. Man weiß es einfach nicht. Ich weiß es zumindest gerade nicht. Auf die Zeit von dem Video kann man sich ja auch nicht unbedingt verlassen. Mal schauen. Na komm, hier ist schon die letzte Kurve, wo ich nochmal ein bisschen übertrieben habe mit der Lenkung. Und da geht es auch schon wieder ins Ziel. Das war eine Runde auf dem Nürburgring.